Schön, dass Sie da sind zu unserem Landschaftsvortrag, zu unserem Surfer-Tools-Landschaftsvortrag, dem Rückgrat von Tomedo. Wir, Jeffrey von der Technik und Martin aus der Entwicklung, wollen Ihnen heute etwas vorstellen, was quasi im Hintergrund läuft, mit dem Sie eigentlich hoffentlich wenig zu tun haben. Dann heißt nämlich, dass soweit alles gut läuft und maximal zum Quartalsupdate oder Zwischenupdates die Surfer-Tools sehen. Wenn wir heute jetzt von den Surfer-Tools sprechen, meinen wir immer die neuen Surfer-Tools. Am Ende werde ich noch kurz was zu den alten sagen, wie da unser Plan ist. Unser Vortrag ist in drei Teile geteilt. Einmal die Surfer-Tools als Steuerzentrale, unseren Tomedo-Surfer, also unsere Hardware, aber auch den Linux-Surfer und das Betriebssystem. Und zum Schluss noch einen kleinen Einblick, was der Multi-Server-Betrieb eigentlich ist. Martin, bitte richtig in das Mikrofon sprechen, als ob du rappen würdest. Ich werde das erstmal nicht so rappen, aber ich versuche besser reinzusprechen. Danke. Ja, die Surfer-Tools-Zentrale, also ich hoffe, bei Ihnen sieht es nicht so aus, aber die Surfer-Tools sind tatsächlich eine Zentrale, in der man sehr viel steuern kann. Also quasi wirklich das Rückgrat Ihrer Tomedo-Infrastruktur, der Surfer läuft dort, die Datenbank und so weiter. Von 1 bis 100 Arbeitsplätzen oder auch mehr ist eigentlich kein Problem. Es gibt auch die Verbindung mehrerer Betriebsstätten. Unser sogenannter Multiserver, da gehe ich ja später auch noch drauf ein. Und die Surfer-Tools laufen auf Mac, OS, aber auch unter Linux. Der Zugriff ist natürlich dann immer auch über Browser noch zugänglich innerhalb des Praxisnetzwerkes, also alles kein Problem. Ja, die Kernkomponenten der Surfer-Tools sind Prozesssteuerung, Überwachung, Backups durchführen, auch automatische Backups, Updates durchführung, externe Module, da gehe ich auch noch drauf ein, und relativ neu unser Dateiimport. Zeige ich auch noch was dazu. Hier, Sie haben es vielleicht auch schon gesehen, quasi die Status-Übersichtsseite, wo Sie eine Zusammenfassung aller wichtigen Informationen haben, gerade der Prozesse, ob die laufen. Wichtigste ist die Datenbank, der Postgres-Surfer und der Tomedo-Surfer. Ja, Sie sehen dann hier noch den Festplattenspeicher, eine Übersicht und verbundene Clients Ihrer Praxis. Bei Updates können Sie Updates durchführen, hauptsächlich Quartalsupdates zur Abrechnung, damit Sie natürlich auch Ihr Geld kriegen. Backups wird automatisch vor jedem Update auch durchgeführt. Das heißt, falls auch mal irgendwas schief geht, was hoffentlich nicht passiert, ist immer auch noch ein Backup da, also doppelter Boden. Außerdem wird dabei ein Client heruntergeladen, der dann automatisch von diesem Surfer lokal im Netzwerk an alle Clients ausgeliefert wird. Das heißt, wenn Sie ein Update am Surfer durchgeführt haben, wird nach und nach dann der Tomedo-Client auch an den Arbeitsplätzen ausgetauscht. Vollautomatisch, müssen Sie auch nichts weiter machen. Backups erstellen, Sie können das standardmäßig auch eine interne Sicherung wird standardmäßig angelegt, das ist ein beliebiger interner Pfad. Es gibt auch viele Praxen, die das auf einem externen RAID zum Beispiel haben, ist auch gar kein Problem, kann man alles einrichten. Externe Sicherungen sind auch nochmal ganz wichtig, wir nennen die auch Außer-Haus-Backup. Am besten wirklich Außer-Haus, denn wenn es mal brennt, dann möchte man noch ein Backup haben. Es geht aber auch über Netzlaufwerke, USB-Festplatten, dann am besten verschlüsselt und auch Cloud-Backups über einen externen Anbieter, die Fix-IT, ist möglich. Die Backup-Intervalle können Sie einstellen, wann automatisch ein Backup erstellt wird, nämlich 6, 12 oder 24 Stunden. Module. Wir haben ein paar Module integriert. Es ist zum einen Arceco, das ist sowieso immer dabei, können Sie auch nutzen. Das ist ein Arbeitszeitkonto-Verwaltungsprogramm, wo Sie auch Dienstpläne erstellen können, wo Sie Ihre Mitarbeiter einloggen können, die Zeiten quasi, wann Sie anfangen, wann Sie Pausenzeiten haben. Funktioniert auch mit einer Gesichtserkennung, also man muss sich nicht mehr irgendwie einloggen mit einer PIN oder sowas, geht auch vollautomatisch mit dem Gesicht. Mit der Maske natürlich auch nicht ganz so einfach, aber ja, wenn wir mal schauen, hoffentlich ist das bald kein Thema mehr. Dann neu haben wir integriert einen DICOM-kompatiblen Worklist- und Bildimport-Surfer. Gehe ich auch gleich drauf ein. Fiskal Cloud Connector, also das Kassenbuch. HZV-HEVG-Prüfmodul für die HEVG-Ärzte, die Verträge haben. Impfdoc NE, der Surfer, kann dort verwaltet werden und aktiviert werden von uns. Der wird dann auch auf dem Surfer laufen, können Sie dann auch den Prozess dort steuern. Unsere Impfverwaltungssoftware ist das. KV Connect wird auch über den Surfer gehandhabt und auch neu Telescan von der AOK Baden-Württemberg, ein Projekt, mit dem wir das umgesetzt haben, für ein Medienkonsil der Dermatologen in Baden-Württemberg. DICOM-Integration, ich habe es gerade gesagt, wir haben also einen Worklist, das ist quasi das Pendant zum Movoli, wer es gleich kennt.
Also das, ein bildgebendes Gerät, Sono zum Beispiel, kann sich einen Arbeitsauftrag, einen Patienten holen, was gerade ist. Oben rechts sehen Sie quasi die Client-Anbindung, dass man aus der Tagesliste den Patienten einfach in die konfigurierte Worklist hineinschiebt. Dann kann das Sono-Gerät die Daten abholen, sieht die Patientennamen, Geschlecht und so weiter. Und im Anschluss dann, wenn Sie dann gearbeitet haben, das Bild erstellt haben, kann dann das Sono-Gerät das Bild zurückschicken zum Bild-Import-Server. Der speichert das dann auf dem Server ab. Es wird dann noch importiert, da gehe ich auch gleich drauf ein. Und momentan, beim nächsten Quartalsupdate, ist diese Funktion schon mit ausgeliefert, aber noch deaktiviert. Wir sind gerade im Beta-Test nochmal, im aktiven Beta-Test mit aktiven Praxen, die das ausprobieren und warten dann auf Feedback. Wenn Sie aber Interesse haben, können Sie sich gerne bei uns melden, dann können wir das auch aktivieren. Der Dateiimport ist quasi das dritte Stück beim DICOM-Bild. Bildimport. Und zwar kann man jetzt hier am Server, also auch bei Mac oder Linux, einen Dateilauscher konfigurieren. Das ist neu, weil bisher war es immer so, dass es ein Client auf irgendeinem Mac-Server noch laufen musste. Wenn man gerade einen Linux-Server hat, ist es natürlich blöd, dann läuft da irgendwo noch ein Mac-Server einfach rum und importiert da die Daten. Jetzt ist das alles zentral auf dem Server. Ein Client muss nicht mehr laufen und Sie können alles hier konfigurieren. Quasi die Funktionalität adaptiert auf den Server. Plus hier noch eine Importkonfiguration für extra diese DICOM-Bilder, nämlich dann kriegen Sie eine DCM-Datei, einen DICOM-Bild-Container, wo Metainformationen sind, ein oder auch mehrere Bilder drin sein können und Sie können hier alle möglichen Sachen einstellen, also wie das importiert werden soll, an welche Karteieintragstyp das sein soll, wenn die Datei eine bestimmte Dateiendung haben soll und so weiter. Sie können rekursiv, Dateinamensfelder und so weiter, können Sie alles einstellen und dieses Bild wird dann als JPEG oder wenn es mehrere Bilder sind, ein Multiframe-DICOM-Bild, dann wird das auch als Video an die Kartei angehangen, an den Patienten. Immer anhand der Patienten-ID, die in diesen DICOM-Bild-Container mit vom Sono-Gerät zurückkommt. Hier auch nochmal ein Beispiel einfach von keiner DICOM-Konfiguration, ist quasi analog zum Client. Man kann auch Dateien durchsuchen lassen nach einer Patienten-ID. Man kann dann auswählen, nach welchem Muster diese Patienten-ID aufgebaut sein soll, mit Zahlen oder wie auch immer. Man kann auch einen Namen durchsuchen, wenn man einen erweiterten Modus antippt und so weiter und so fort. Das in groben Zusammenfassung zu den Server-Tools, zu den neuen Server-Tools und ja, noch einen kleinen Einblick, was wir eigentlich überhaupt auf Arbeit so machen. Natürlich um Optimierung und Verbesserung für Sie. Die DICOM-Integration hat uns auch noch etwas länger beschäftigt und ein leider Dauerbrenner Big Sur bzw. im besonderen M1 ARM, die neue Architektur. Wir haben, das ist jetzt glücklich und hier zum ersten Mal quasi öffentlich verkündet, Weltpremiere, wir können das jetzt freigeben, wir haben das jetzt geschafft, Sie dürfen jubeln, zu Recht. Also uns hat es auch lange beschäftigt und wir sind echt froh, dass es jetzt geht. Die offizielle Freigabe ist jetzt erteilt, es läuft stabil, auch bei uns produktiv im Haus und sind wir echt froh. Ja, dann noch weitere Kleinigkeiten wie eine USV-Integration für den Linux-Server, das quasi auch die Maschine sich automatisch abstellt, beim Stromausfall und so weiter, so Kleinigkeiten eben. Ein größeres Thema ist noch, da komme ich auch zum Anfang wieder, alte, neue Server-Tools, was ist der Unterschied? Wer es kennt, die alten Server-Tools haben nicht ganz so viel Funktionalitäten, also gerade die externen Module sind dort nicht integriert. Die werden aber noch weiter betreut, die laufen auch weiter, das ist überhaupt kein Problem, brauchen Sie keine Panik zu haben. Wir wollen aber in der nächsten Zeit, um sie auch zukunftssicher zu machen, natürlich ersetzen durch die neuen Server-Tools. Das wollen wir so gut es geht automatisch machen, aber es wird immer ein Techniker bei uns, bei Ihnen dann in der Praxis quasi remote, das noch durchführen und betreuen. Nicht jetzt bitte alle den Support wenden und sagen, Sie möchten jetzt updaten, das schaffen wir leider nicht, aber wir werden uns bei Ihnen melden, wir machen einen Plan und dann geht das perspektivisch mittelfristig, denke ich, über die Bühne. Ja, dann würde ich gerne an meinen Kollegen Jeffrey abgeben, der jetzt mit dem Tomato-Server fortführt. Danke, Martin. Genau, ich darf den Tomato-Server vorstellen. Ich denke mal, ihr habt den gestern schon mal gesehen in der Vorstellung. Ich werde ihn nochmal im Detail zeigen. Und zwar habe ich das so in vier große Bereiche aufgeteilt. Einmal gucken wir uns an die Hardware, also was für Spezifikationen hat der Server. Dann gucken wir uns an die Virtualisierung, also was ist eigentlich installiert und welche Technologien werden benutzt. Dann die Frage, warum wir uns für ein Linux-Betriebssystem entschieden haben und warum es überhaupt sinnvoll ist, ein Linux zu verwenden.
und zum Schluss noch mehr für die administrative Seite. Wie kann man auf den Server zugreifen und wie kann man ihn verwalten? Genau, als erstes die Hardware. Wir haben ja auch einen physischen Server. Von daher gucken wir uns erstmal die Spezifikationen an. Haben wir ein Asus Mainboard mit IPMI-Modul. Was genau das kann, erkläre ich gleich noch. Wir haben 6 Kerne Intel Xeon Prozessor, 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher, 4 1 TB SSD-Festplatten und dazu noch 60 Monate Service und Support. Das heißt, wenn jetzt mal eine Festplatte kaputt geht, kann man die einfach ersetzt bekommen. Wichtig, also der Server selbst ist nicht an diese Hardware gebunden, aber das ist jetzt eine Konfiguration. Genau, und auch zur Hardware gehört noch die Ausfallsicherheit in Form eines RAID-Controllers. Und da habe ich mal so eine kleine Grafik zu gemacht. Und zwar sieht man hier, dass die Festplatten jeweils in 2 Gruppen gespiegelt werden. Wenn jetzt eine ausfällt, kann man also ohne Probleme weiterarbeiten und hat keinen Datenverlust. Wenn jetzt eine Festplatte A ausfällt, hat man noch eine andere Festplatte A und hat dann eben, eben keinen Datenverlust. Und außerdem beim RAID 10 hat man noch auf der obersten Ebene werden Lese- und Schreibanfragen geteilt. Das heißt, man hat noch einen Performance-Schub dadurch. Dann kommen wir zum Lesen. Fragen können wir gleich noch beantworten. Ich würde erstmal. Genau, dann gucken wir uns die Virtualisierung an. Also, was ist eigentlich installiert? Wie funktioniert der Server? Oder wie ist er aufgebaut? Und dazu habe ich hier auch mal eine kleine Übersicht. Und zwar habe ich den Server in 3 Ebenen aufgebaut. Da haben wir einmal die Hardware, die wir uns als erstes angucken. Und da ist eben das wichtige Merkmal des IPMI-Modul. Und zwar ersetzt es komplett Monitor, Tastatur und Maus. Und das macht es, indem es aufrufbar ist über eine Web-Oberfläche. Das heißt, wenn man im Praxisnetz ist und die Zugangsdaten hat, kann man eben das IPMI aufrufen und alles darüber machen, was man mit Monitor, Tastatur und Maus machen könnte. Wichtig ist noch, solange der Server einen Netzanschluss hat und einen Stromanschluss, kann man immer auf das IPMI zugreifen, egal ob der Server aus ist oder an. Genau, deshalb ersetzt es auch in den meisten Fällen den physischen Zugang zum Server. Dann kommen wir zur nächsten Ebene, das ist das Betriebssystem. Und da haben wir installiert ein VMware ESXi. Das ist ein Typ 1 Hypervisor, das heißt, es ist ein eigenes Betriebssystem, was nur dafür gemacht ist, virtuelle Maschinen zu betreiben. Und darüber kann man die dann eben auch konfigurieren, das heißt, mehr Speicher zuweisen, mehr Arbeitsspeicher zuweisen oder steuern, also neu starten beispielsweise. Genau, und auch kann man über ESXi Backups machen von ganzen virtuellen Maschinen oder Snapshots zum schnell wiederherstellen. Und auch wie das IPMI ist es zugänglich über die Web-Oberfläche. Das heißt, wenn man im Praxisnetz ist und die Zugangsdaten hat, kommt man da über jeden Browser rauf. Genau, zur nächsten Ebene, das sind die virtuellen Maschinen. Und da haben wir hier einmal das Tomino Linux-Betriebssystem und dazu noch gibt es noch die Möglichkeit, weitere hinzuzufügen. Beispielsweise, wenn man jetzt noch eine Windows-VM braucht für andere diagnostische Software, dann kann man das noch auch auf dem ESXi betreiben. Genau, zum Tomino Linux selbst, also ist es ein Debian-Betriebssystem, Debian 10, ist eine Distribution von Linux und der Server, der bietet alle Tomino-Funktionen. Was ich damit meine, ist, wenn man jetzt mit dem Client verbunden ist, merkt man nicht, ob im Hintergrund ein Mac-Server oder ein Linux-Server steckt, wobei der Linux wahrscheinlich noch etwas schneller sein wird. Genau, und das Debian, das installiert Sicherheitsupdates beispielsweise von allein im Hintergrund, muss dafür nicht neu gestartet werden und wichtige Tomedo-Komponenten werden auch geupdatet. Wichtig, was nicht dazu gehört, ist Tomedo Client und Server. Das muss weiterhin und soll weiterhin manuell gemacht werden. Und auch wie bei den anderen beiden Ebenen können wir hier über den Webbrowser halt zugreifen für administrative Aufgaben oder Einrichtung oder Installation. Genau, dann zur Frage, warum überhaupt ein Linux sinnvoll ist oder warum man Linux verwenden sollte. Da habe ich mal eine kleine Statistik rausgesucht. 96% der Top 1 Million Server laufen auf Linux. Ausgeschlossen davon ist wirklich nur einige von Microsofts eigenen Services, die dann eben auf Windows laufen. Und der Grund dafür ist, zum einen hat man mehr Sicherheit und zum anderen kann die Hardware effizienter genutzt werden. Also im Vergleich zum Windows oder Mac hat man zum Beispiel nicht die grafischen Oberflächen und Nutzerfeatures beim Linux. Und eben die Ressourcen, die dadurch frei werden, kann man für die eigentlichen Serverfunktionalitäten nutzen. Was eben dann darin resultiert, dass man weniger Ladezeit am Arbeitsplatz hat. Speziell bei uns, Tomedo wird dann einfach schneller. Genau, zum letzten Thema, die Bedienung über den Webbrowser. Also, wie kann man ihn verwalten?
Und da, wie ich jetzt schon vorher angesprochen hatte, hätten wir einmal das IPMI-Modul. Und da kann man das Power Management machen. Das heißt, wenn der Server aus ist, kann man ihn darüber neu starten. Man braucht keinen physischen Zugang zum Server. Und sonst kann man alles mit Monitor, Tastatur und Maus über das IPMI-Modul machen, was man so machen könnte. In der Regel sollte man es nicht benutzen müssen. Wenn man es aber braucht, dann ist es durchaus sehr hilfreich. Und beim ESXi haben wir eben eine Übersicht der virtuellen Maschinen und kann die hier über die Web-Oberfläche eben verwalten und beispielsweise auch neu starten oder mehr Festplattenspeicher zuweisen. Genau, und zur Tomedo Linux Oberfläche, wir haben das Tomedo Admin Panel, das ist die Login-Seite, also ohne Login-Daten kommt man da natürlich nicht rein und auch muss man dafür im Praxisnetz sein. Genau, wenn man sich einloggt, sieht man erstmal die Server-Tools, das sind genau die gleichen Server-Tools, die man bei Mac auch hat. Auf der linken Seite sieht man aber noch mehr Punkte, das sind andere Funktionen, die eigentlich zum Betriebssystem selbst gehören. Da haben wir zum einen den Speicher, hier kann man externe Backups einrichten, also Tomedo-Backups für externe Festplatten. Dann haben wir zum anderen noch das Netzwerk, also alle Netzwerkeinstellungen wie IP-Adresse ändern kann man hier machen. Wir haben VNC, das ist eine Art von Bildschirmfreigabe. Wer gerne über Bildschirmfreigabe arbeitet, kann den nutzen. Und die Tomedo-Utils, das sind verschiedene Funktionen. Das Wichtigste hier ist, dass man den Tomedo-Client runterladen kann und Dateifreigaben einrichten kann. Beispielsweise, wenn man jetzt eine Praxisfreigabe haben möchte, kann man die darüber einrichten oder für den Datenaustausch von Geräten. Genau, und zum Schluss haben wir noch das Terminal. Man kann sich auch über SSH mit dem Server verbinden, um aufs Terminal zu kommen. Genau, das war es schon zum Tomedo-Server und dann würde ich jetzt nochmal an Martin übergeben für das Thema Multiserver. Dann strenge ich mich an, dass ich auch Applaus bekomme. Nein, alles gut. Ja. Multiserver, noch einen kurzen Einblick. Ja, was ist der Multiserver-Betrieb? Ich habe es schon angeschnitten. Kurz die Vorteile, also wenn Sie verteilte Standorte haben, mehrere Betriebsstätten, dann kann man zum Beispiel einen Multiserver-Verbund einrichten. Für Sie am Ende merkt man theoretisch erstmal nichts, es sei denn, es ist zum Beispiel schneller, als wenn Sie zwei Betriebsstätten über VPN verbinden und die eine Praxis muss über VPN, über das Internet, zur anderen Praxis sich verbinden. Verfügbarkeit und Performance ist auch natürlich ein Punkt. Hier also mal als Beispiel ein Einzelserver-System. Was kann passieren? VPN ist instabil, kann ausfallen, Internetleitung oder der Serverrechner fällt auch aus. Dann haben Sie natürlich erstmal ein Problem, können nicht arbeiten. Und da hat der Multiserver einen Vorteil. Sie sehen es hier, sind an jedem Standort, in jedem Viereck ist quasi ein Server. Die sind auch übers Internet verbunden. Aber wenn das VPN ausfällt, ist das erstmal nicht schlimm, denn am Standort selbst verbinden Sie sich lokal mit Ihrem Server vor Ort. Schnelligkeit, LAN, Sie können weiterarbeiten. Alles kein Problem. Und dann nach und nach synchronisiert sich alles wieder von selbst, wenn dann die Internetverbindung wieder da ist oder eben auch langsam ist. Beispiel eine Praxis auf dem Dorf und in der Großstadt. Dorf schlechte Anbindung, man möchte aber die gleichen Daten haben. Nachts synchronisiert sich alles von selbst und am nächsten Tag ist spätestens alles wieder da. Man braucht sich eigentlich als Arzt überhaupt nicht um sowas überhaupt nicht zu kümmern. Genau. Wenn ein Server ausfällt, haben Sie auch den Vorteil, Sie können sich schnell auch mit einem anderen Server verbinden. Dann muss natürlich die VPN-Internetverbindung da sein. Es taucht nie auf, dass ein Server ausfällt, hoffen wir. Und dann ist aber wirklich der Vorteil, eben, Sie können schnell switchen, dann muss der Client sich nochmal neu laden, die Base-Daten holen, aber dann können Sie weiterarbeiten. Rufen Sie dann an, wir gucken nach, was los ist, wenn es ein Fehler ist, wird das behoben und der Server wird wieder einsatzfähig gemacht und Sie switchen wieder zurück zu dem anderen Server und Sie haben quasi so gut wie keine Ausfallzeit. Jeder Server hält die Datenbank und alle Dokumente vor, die synchronisieren sich, wie gesagt, nach und nach und führt auch eine eigene aktuelle Version des Tomedo-Servers aus. Also alle haben auch dieselbe Version, zum Beispiel für Abrechnungen wichtig. Und wie gesagt, jeder Arbeitsplatz kann sich von jedem Standort auch mit jedem Server theoretisch verbinden. Die Vorteile eben, jeder Standort kann lokal den Server benutzen, langsame Verbindungen sind relativ egal, Ausfallzeiten können minimiert werden. Aber auch den Hinweis ganz klar, es ist kein Ersatz für Backups. Also wenn Sie irgendwas ändern, aus Versehen, dann ist die aus versehene Änderung auch synchronisiert. Das war's schon zum Multiserver. Wir stellen uns gerne Ihren Fragen. Wenn jetzt die Zeit nicht ausreicht, wir haben hier einen Surfertisch.
Dort können Sie gerne kommen und uns löchern, so gut es geht. Ich würde auf den Herrn nochmal zurückweisen. Sie hatten eine Frage, ne? Wer Fragen hat, hier habe ich Mikrofon, das würde ich gerne durchreichen, weil die Leute im Stream das sonst auch nicht hören. Erstmal noch die andere Frage, wenn eine Festplatte ausfällt. Genau, also der Status des RAID, das wird in Tomedo angezeigt, das ist angebunden, also wird sowohl in den Server-Tools angezeigt, als auch im Client, dann, wenn irgendwas ausfällt. Und der sollte auch piepen, glaube ich, dann ziemlich laut. Also, das sollte man merken. Der Server. Würde es auch Sinn machen, wenn ich nicht über mehrere Standorte verteilt bin, zwei Server zu installieren, sozusagen in der Clusterlösung? Also, dass wenn mir einer ausfällt, ich gleich auf den zweiten schalten kann? Theoretisch ja. Hat halt nur man muss immer gucken dann, dass man quasi unbedingt den Fehler auch untersucht, warum. Weil wir haben auch noch eine Offline-Verfügbarkeit des Servers. Also Sie können ja auch, wenn der Server nicht verbunden ist, können Sie im Client ja weiterarbeiten. Und dann wird es problematisch mit den Synchronisationen der Änderungen. Client zum Server, aber auch Server zu Server und wie was dann passiert. Wenn halt ein Server Sie switchen wollen, der eine ausfällt, können Sie das machen. Dann wäre das quasi eine Ausfallsicherheit, aber der andere muss auf jeden Fall untersucht werden, was da ist. Und wieder eingebunden werden, im schlimmsten Fall, was aber auch passieren halt kann, neu aufgesetzt werden. Das ist halt auch ein Arbeitsaufwand. Also das muss man halt einfach bedenken und es kommt halt wirklich auf den Fall dann ganz konkret an. Die Problematik ist hier wirklich, dass es ein Master-Master-Synchronisationssystem ist, der Datenbank, plus die Offline-Verfügbarkeit des Tomedo Clients. Das ist etwas tricky. Wer war zuerst? Ich glaube hier der Mann hier vorne. Sie? Oder ich glaube, also zu der DICOM-Anwendung hätte ich noch eine Frage. Also wir haben schon die neuen Server-Tools, da läuft aber noch dieser Mobuli. Und wird es dann komplex, das umzustellen? Oder? Also ich kann mich erinnern, wir hatten da Probleme, weil wir da gibt es so ein Custom-Formular, mit dem der Worklist-Eintrag erzeugt wird. Und da haben wir irgendwie eine Eigenentwicklung bekommen wegen einem speziellen Datum, was in der Worklist sein musste. Frage ich jetzt, ob sowas berücksichtigt werden muss oder ob das dann automatisch geht? Das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt hier so nicht beantworten kann, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie das bei Ihnen genau eingerichtet ist. Ob das Datum dann mitgeschickt wird in dieser DICOM. Das Mobuli ist angepasst worden, also dieses, da wird aus irgendeinem, das ist ein Briefkommando, ich glaube, es ging um ein spezielles Datum und da mussten aber die von dem Mobuli, das ist da so Ruby on Rails, also in dieser, also der Request, der da erzeugt wird, musste da eben erweitert werden. Das ist eine gute Frage, also normalerweise ist es jetzt so, wir haben so ein DICOM-Panel jetzt im Client und dann wird eine DICOM-konforme Datei mit den Patientendaten und so weiter erstellt. Jetzt weiß ich halt nicht, welche Informationen da alle drin sind. Das müsste man direkt mal anschauen. Da würde ich dann mal noch... Kommen Sie einfach mal rüber und dann schnappe ich mir auch noch einen anderen Entwickler, der dann vielleicht im Client mehr Ahnung hat und dann gucken wir das uns gemeinsam an. Alles klar, danke. Ich wollte gern wissen, ob Sie jetzt offiziell empfehlen, dass wir alle Server auf Linux aufsetzen. Habe ich das richtig verstanden? Ich beantworte das mal mit einer Erfahrung von einem anderen Arzt, der einen Mac-Server hat, dort eine Virtualisierung hat, einen Mac-Server wieder virtualisiert hat und darauf den Tomedo-Server, die App, quasi laufen hat. Er hat dann geswitcht auf Linux, auf derselben Hardware, mit denselben Ressourcen und er hat spürbar einen Unterschied gemerkt. Warum sollte ich auf einem Mac-Server Tomedo-Server in einer virtuellen Umgebung? Das würde ich gerne weitergeben an den besagten Arzt, der das gemacht hat. Also das ist auch technisch, wollte sich ausprobieren, denke ich. Das ist ja okay. Er hat das auch selber gemacht, deswegen ist alles okay. Hat ihm vielleicht auch Spaß gemacht. Und die Antwort ist eigentlich, also Linux ist definitiv schneller, weil es hat halt nicht so ein Overhead mit den ganzen AirPlay, iCloud, grafischen Sachen und so weiter. Und Linux ist einfach ein Betriebssystem für 24/7 ausgelegt. Also mein Kollege hat ja auch gesagt, Microsoft hat ein paar Windows-Server, aber alleine die Azure Cloud, also das Cloud-Business von Amazon, AWS, läuft auf Linux-Server. Also Microsoft Azure ist ja von Microsoft, ne, und die laufen alle auf Linux-Server. Also es ist einfach ein Serverbetriebssystem und es ist da besser aufgehoben. Wir werden trotzdem beides unterstützen, weil es ja auch Physiotherapeuten, kleine Praxen gibt mit 1-3 Arbeitsplätzen. Da ist es Quatsch, natürlich noch ein extra Gerät anzuschaffen. Aber wenn Sie jetzt eine große Praxis haben, sowieso vielleicht wechseln müssen oder die sagen, die Kiste ist schon so alt, unbedingt ein Linux, würde ich jetzt empfehlen. Sie sind auch nicht unbedingt gebunden an unsere Hardware. Wenn Sie da was haben, kann man das auch machen. Muss man aber im Detail gucken. Dann gibt es aber zum Beispiel auch Probleme mit dem RAID-Überwachen. Das müssten Sie alles selber machen. Das nur so als Hinweis. Ganz kurze Frage zum Linux. Sie haben gesagt, Sie haben drei verschiedene Ebenen. Kann man die drei verschiedenen Ebenen mit verschiedenen IP-Adressen ansprechen oder wie läuft das? Ja, man kann die IP-Adressen für jede Ebene quasi einrichten.
und festlegen. Ich habe noch eine Frage zum HZV-Modul auf Multiserver. Kommt in jeden Server ein HZV-Stick rein, auch für die Nebenbetriebsstätte, oder reicht nur in der Hauptbetriebsstätte ein Stick? Ich vermute, es reicht, wenn Sie auf dem einen das haben, solange die Internetverbindung eben stimmt. Dann sollte es auch am einen reichen. Weil dann können Sie ja quasi mit der IP-Adresse können Sie ja konfigurieren, wo der HZV-Server läuft, und können Sie quasi dann die IP-Adresse desjenigen Multiservers, auf dem der Stick eingesteckt ist und der Server läuft. Und der Arzt, der jetzt Linux jetzt hat, ist der da? Können wir mit dem sprechen? Ich weiß nicht, ich habe noch nicht gesehen. Oder wer ist das? Johannes Müller, der ist sehr aktiv auch im Forum. Achso, Berlin. Ja. Bitte? Aus Berlin. Baden-Württemberg? Der. Aber können wir mal gucken, dann ich. Achso, nee, das ist der andere, ist Matthias Müller. Ja, okay. Ja, ich glaube Baden-Württemberg, aber weiß ich nicht genau wo. Besser, flexibler, man kann ja auch Linux-Software, gerade für Serveranwendungen wie Dateifreigabe und so weiter, kann man erweitern, man kann viele Serverdienste, die man so hat, gut im Gesundheitswesen leider nicht, aber kann man eigentlich auch unter Linux laufen lassen. Sie können ja selber Software, wer ein IT-Crack ist, der kann dort alles mögliche einstellen bis zum letzten. Ansonsten von der Funktionalität für Tomato ist identisch. Ich würde da gerne nochmal drauf gehen. Unsere Investition ist gerade ein Jahr alt. Mac Mini als Server reicht aus. Wenn er ausfällt, können wir schnell auf dem Arbeitsplatz umswitchen innerhalb weniger Stunden und den als Server betreiben. Zum Redundanzgedanken hatte ich da schon Bauchweh, als wir das eingeführt haben. Aber Sie haben uns das sehr professionell so verkauft und es läuft auch ohne Probleme. Meine Frage ist, wenn wir die Linux-Version den Server jetzt anschaffen als redundantes Gerät oder gleich als Primärgerät und den Mac Mini als Redundanzgerät behalten, lässt sich das, also Sie haben ja gerade gesagt, der Multiserver soll nicht parallel laufen, aus diesen Gründen, wenn was ausfällt, kann der andere besser wieder eingebunden werden, aber kann ich die sozusagen parallel laufen lassen oder habe ich da irgendwelche Schwierigkeiten, wenn ich einen als Redundanzgerät behalte oder nur das Linux-Primärsystem neu einsetze und den Mac Mini als Redundanzgerät im Hintergrund behalte? Also Sie können natürlich beides machen. Sie haben quasi zwei Single-Surfer, so habe ich das richtig verstanden, ne? Auf dem Mac einen Surfer laufen und auf der Linux-Kiste und die Linux-Maschine steigt aus. Dann könnten Sie quasi ein Backup nehmen, das auf dem Mac einfach nur einspielen über die Surfer-Tools und dann darüber starten. Also die Systeme sind voll kompatibel, ob jetzt das ist, genau, das Mac das OS ist, oder Linux. Ist, ich kann Sie Ihre auch, Anwendung ja. einfach spiegeln und so sie genau. sofort wieder einhängen. Sie können aber auch ein Multiserver-System mit Mac und Linux auch parallel haben. Sie müssen halt nur daran denken, dass man halt dann Arbeit hat, wenn einer aussteigt, man muss das untersuchen, warum. Hm. Weil das natürlich dann wieder die Problematik der Synchronisation ist. Ja. Vielen Dank. Bitte. Also auch nicht, dass Sie jetzt denken, also Mac ist Mist für einen Surfer, also es läuft natürlich trotzdem und es wird auch weiter von uns supported und auch wir entwickeln natürlich immer da weiter. Also Sie müssen nicht, wenn Sie jetzt gerade vor einem Jahr was gekauft haben, nicht unbedingt sofort alles wieder ersetzen. Also das wollte ich auch nicht sagen. Ich bin aber selber auch sehr überzeugt von dem Linux-System als Serverbetriebssystem. Das ist vielleicht so mein persönlicher Touch auch. Bezüglich der Server-Hardware, ja. Ist da auch was Rack-Mount-Fähiges geplant? Ja, ist geplant. Da stecken wir gerade die Köpfe zusammen. Ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, was drin ist oder was wir machen wollen. Da werden wir sicherlich auch nochmal auf die Kunden im Forum oder auf Sie, oder Sie können auch gerne auf uns zukommen, Feedback einsammeln, was denn überhaupt gebraucht wird. Ich habe schon ein paar Vorstellungen, aber... Das, was wir standardmäßig auch einsetzen würden, wären 5 Festplatten auf RAID 5 und dann halt Plug and Play, dass man einfach bloß alte Festplatte raus, neue Festplatte rein, Lämpchen leuchtet grün, genau, sowas. Wird eingespielt. Also sowas ist jetzt gerade der Surfer von, also unser Tomato-Surfer kann das quasi auch genauso, also Betriebssystem alles auf den Festplatten, Sie müssen nur Festplatte raus, Festplatte rein und Sie können weiterarbeiten, ne? Genauso wie es auch mein Problem ist ein bisschen anders. Wenn ich das Ding ins Rack montiere, schließe ich das Ding ab und habe Ruhe. Ja. Das Ding muss ich noch irgendwie anketten und wenn mal einer einen Tisch verrücken will, habe ich ein Problem. Oder Sie stellen es in den Surferschrank und schließen zu und haben halt 4 Höheneinheiten weg. Aber wir sind dran an den Rack-Server, wir haben auch von anderen schon die Anfragen. Also wir gucken da jetzt auch uns um, möchten aber natürlich auch nochmal überlegen, was die besten Varianten sind, dass sie eben auch alles einfach nur austauschen müssen, ne? Dass sie jetzt nicht, dass wir hinfahren müssen und einfach austauschen, ne? Ausfallzeit ist ja so ein Ding, also es müsste 24 Stunden Expressdienst, müssen wir Ersatz liefern und so weiter, also das versuchen wir dann
sowas spielt da alles eine Rolle. Ne? Und wie die Speicher aufgeteilt sind. Ne? RAID, RAID 5, RAID 6, keine Ahnung, das sind wir gerade am evaluieren. Eine letzte schnelle Frage, den Rest müsst ihr dann bitte draußen an eurem Tisch klären. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Fragen. Schönen Tag.